Hey Leute, willkommen zurück zu Silent Hill Downpour. Immer noch im St. Mary's. Ja, das zieht sich hier ein bisschen hin, glaube ich. Aber wir haben immerhin alle drei Sprüche beisammen, um vielleicht bei dem kleinen Jungen jetzt durch die Tür zu kommen. Denn der lässt uns ja nicht durch, weil er denkt, wir sind der Boogeyman und da haben wir eine neue Waffe. Sehr gut. Hauptsache was zum Zuhauen wieder. Immer wenn ich hier Spiegel sehe, weiß ich, es passiert irgendwas. Was ist denn da hinter dem Spiegel? Seht ihr das? Was ist denn das? Achso, es ist nur... keine Ahnung. Nichts, was man aufheben kann, zumindest. Das Ende. Was für riesige Duschräume das sind, oder? Also, ich meine, es gibt hier wirklich viel von allem. Irgendwie zwei Küchen. Kino sogar. Also, ein Theater, besser gesagt. Alles, alles, alles hat's hier. Da ist nichts. Nicht, dass ich wieder irgendwas übersehe, Leute. Das wird mich schon ein bisschen ärgern, aber lässt sich leider auch nicht immer vermeiden. Ich bin immer gespannt, wenn ich jetzt hier alles kenne und einfach nur durchrenne, inwieweit sich das Ganze dann verkürzen lässt, wenn ich es nochmal durchspiele für die anderen Endings. Also, ich spiele jetzt ja schon... was? Ich spiele jetzt ja schon eine ganze Weile dran, wollte ich sagen. Hä? Warte mal. Guck mal, wenn ich jetzt hier durch die Tür hätte gehen können, hätte ich durch den Außenbereich und dann wäre ich wieder da reingekommen, oder nicht? Da unten muss ich ja hin, da wo der Kreis ist, hier. Da, ja guck mal, hätte ich jetzt hier durchgehen können, dann wäre das alles ganz easy. Ne, da muss ich wohl doch über die Treppe. Das ist alles so verwirrend. Ich sag ja, das ist Silent Hill in Reinkultur. Man weiß halt nie, ne? Ja, was? Warte mal. Hallo? Achso. Nee, aber Quatsch, das geht doch gar nicht. Hier unten ist auch Ende. Könnte ich irgendwie an der Seite entlang, aber das funktioniert bestimmt nicht. Da oben war auch nichts mehr. Bin ich zumindest der Meinung. Wahrscheinlich habe ich irgendwo nicht richtig geschaut. Genau, hier drüben war ich ja... da bin ich hergekommen. Da geht's nicht mehr runter über die Treppe. Dort, dort, dort. Da muss ich jetzt ernsthaft ganz darüber laufen. Nur um hier wieder... nee, das geht ja auch nicht. Doch. Hä? Was? Jetzt mal ernsthaft, muss ich den ganzen Weg zurück? Wollt ihr mich verkohlen, sag mal? Ja, ich mach's jetzt einfach mal, aber es kann ja wohl nicht sein, dass ich jetzt hier alles zurücklaufen muss. Das fände ich ein wenig seltsam, du. Hier wieder die schon wieder. So, dann da, dann da, dann da, dann da, dann da, 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 da. Ja, du Gruselkind. Ich weiß, dass du gerne deine Melodie summst. So, warte. Jetzt hier. Ja, es lädt schon wieder. Das ist ja schon mal ein Zeichen, denke ich. So. Ja, ne, sieht eigentlich ganz gut aus soweit. Tut's das auch? Nee. Doch? Nee. Es muss da vorne weitergehen. Oh Mann. Ich will doch nur da runter wieder. Guck mal, hier will ich hin, Mensch. Da hin. Und da ist dann der Eingang, wo ich dort hingelange. Weil hier geht's nicht mehr zurück. Schätze ich mal. Also hier komme ich nicht wieder an den Ursprungsort. Oh, noch besser. Ich habe eine Axt. Nee, also hier kann er bestimmt nicht runterspringen. Oder Murphy, kannst du hier runterspringen? Mach doch mal. Mann. Dass der auch so eine Angst davor hat, hier mal so 5 Meter runter zu hüppen. Ich meine, das geht doch. Das kann man mal eben machen, Murph. Na gut, vielleicht auch lieber nicht, aber du könntest das machen. Und ich würde das sehr zu schätzen wissen. Oh, okay, mach halt die Tür zu. Ich würde das sehr zu schätzen wissen, wenn du das tust für mich. Ja. Na gut, dann werde ich halt nochmal alles abklappern irgendwo. Achso, da war ja noch eine Axt. Da war ja noch meine Axt. Oh. So. Nein. Nicht, nein. Nicht ruckeln, bitte. Pardon, pardon, pardon. Ich habe einen leicht rauen Hals, weil ich heute schon wieder so viel gequatscht habe. Ja, da haben wir den Schlüssel rausgeholt aus der alten.
Warte mal. Muss ich vielleicht doch wieder zurück zum Theater? Da war doch oben noch eine Tür, die verschlossen war. Vielleicht kann ich die ja jetzt öffnen damit. Hier unten ist nichts mehr einfach. Da ist nichts mehr. Potter. Ah. Das ist ja keine Tür. Das ist keine Tür. Ja, ich renne jetzt hier schon ein paar Minuten rum, hab noch nichts erreicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Macht das nicht. Oh. Hä? Ging das auch vorher schon oder hab ich. Leute, das ging doch vorher nicht. Ihr habt's doch gesehen, der hat nur dran gerüttelt. Ah! Alter! Du. Ja, Murphy, schwing halt einfach mal durch, ne? Das war voll ein Treffer, aber du triffst nicht. Kannst du mal. Warum nicht? Arschkrampe. Schlag zu, komm. Nein, nein, nein. Du blödes. Ey, wie ist halt. Am Abruckeln hier ist, du. Alter, komm her. Ja, ja. Du musst ja nur mal von hinten erwischen, du. Kann er sich nicht wehren. Oh. Was war das denn? Okay, das war jetzt komisch. Ach komm, ich hab's ja, ne? Bonze hier. Oder? Wie viel habe ich denn noch? 16. Könnte es sein, dass ich das erste Mal in diesem Spiel jetzt 100% Leben habe? Weiß es nicht. Man munkelt nur. Oh, Hypochonder. Ja. Sehr geil. Wahrscheinlich, weil ich mich über 100% geheilt habe. So. Ach, guck mal. Nee, das ist das eigentlich nicht, wo ich hin wollte. Ist das nicht hier mit der Haupthalle? Meine Güte, Leute. Ich stelle mich aber auch wieder an, ne? Ja, hier bin ich richtig eigentlich. Aber wo geht's denn daneben noch hin? Da ist dann Ende Gelände. Da geht's die Treppe rauf. Und über die Treppe da oben hin. Und da war ich noch gar nicht so wirklich, oder? Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz da hochschauen. Wenn ich eh schon Zeit verplempert habe, dann kann ich das auch richtig machen, oder? Und da ist eine Spitzhacke noch. So, weil ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich hier schon. Doch, ich bin hier schon durchgekommen. Aber vielleicht lohnt sich's ja. Wisst ihr, auch wenn es nur so ein kleines Secret ist, was ich jetzt hier finde? So ein Kunstobjekt. Ach nee, da war das mit der Puppe. Die Tür kann ich doch nicht öffnen. Nee, jetzt mal ernsthaft, habe ich das wieder verpeilt? Bin ich schon wieder so durch? Ich meine, heute ist Weihnachten, aber. Nö. Kann ja wohl nicht sein, dass ich jetzt irgendwie. Nee, warte, ich war noch nicht ganz oben. Ich bin dem Mädchen das erste Mal nicht hinterhergelaufen. Also ist es doch gut, dass ich nochmal hier bin. Wait! Aha. Blödes Gör. Es kann ja trotzdem nicht so sein, dass ich so wenig aufnahmefähig bin mal wieder. Ja, in letzter Zeit kommt das immer öfter vor, weil ich einfach keinen Schlaf habe. Keinen gesunden Nachtschlaf und das ist furchtbar. Furchtbar, was steht da? Wer will Vögeln? Sag mal. Ich träume ständig von Vögeln. Wer denn? Aha. Ich träume ja auch von sowas, aber nicht in. Ja, nicht ganz das, so in die Richtung. Ich höre ja schon auf. Es ist ja furchtbar mit mir heute. Nein, nein. So, ich habe vielleicht auch junge Zuschauer. Ich höre jetzt echt auf. So. Okay. Dann gehen wir halt wieder durch den Haupteingang und werden dem Jungen diesen Reim sagen. Und vielleicht kommen wir dann ja ein bisschen weiter. Aber ich finde bisher, das Waisenhaus hier ist eine coole Geschichte. Also, es gefällt mir. Schrägstrich. Irrenheim und Nervenheilanstalt, ne? Spielt ja immer noch. Hey, Kid. I got the rhyme. I say it and you open the door. That's how it works, right? Hey, did you hear me? I said. Hey! Look out, it's. Get out of there! Come on! Poor little Steven Skelter.
Even the chaplain won't forgive you. Forever lies your pleading cries, but Susie knows you felt her shit. Nowhere left for you. Nowhere left for you to run. Every fault laid bare in the open. Duh! Leave him alone, damn it! No! Along with your skin splayed out from within. Once the monster has his fun. Oh, God! Darling! Take heed. It's not too late. His mistakes needn't haunt you forever. He's just a kid, you son of a bitch. Though you have regret, you can't just forget. You alone decide your fate. You to leave, sir. We've got everything under control. Where's my son? Where's Charlie? Please, Mr. Pendleton, you don't want to be here. Let one of my officers drive you back to the command center, and we'll call you when... Where's my boy? Is he out there? Charlie! 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 Wasn't me. I didn't. I mean... Wait! Come back! That thing is in there! It's not safe! Oh, shit. Oh nein. Oh, jetzt haben wir gesehen, wie es passiert ist. Hab mir schon sowas gedacht, aber... War das Napier? Dieses Schwein? Bestimmt, oder? Aber wer ist der Typ im Rollstuhl und... Ich habe keine Ahnung. Oh Mann. Ja, hoffentlich können wir dem Mädchen noch helfen. Ah! Auch nicht wieder dieses Fluchtding, oder? Oh nö. Ja, okay, es kommt wieder eine Fluchtsequenz, Leute. Wir bekommen wieder so einen leichten Tunnelblick. Oh Gott. Mädchen, warte! Wait. Stop running. It's not safe. Wo denn hin? Ach du heiliger Bimbam, guckt euch das hier mal an wieder. Damn it, I'm not gonna hurt you. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute, das ist mir wieder so unheimlich hier alles, ne? Warte. Ach nee, wie komme ich hier hinterher? Da. Kindchen, warte. Oh Mann, Leute, das muss so furchtbar sein, wenn man sein Kind verliert. Ich will es mir gar nicht vorstellen, du, wie ich mich an seiner Stelle... Oh. Nein, nein, nein. Alter. Da war er wieder. Habt ihr das gesehen, dieser Typ? Alter Schwede. Oh, nee. Ist auch noch hier durch. Und ich kann nicht rennen. Ah! Alter! Ich hab dich so gehört, ne? Lass mal die Lampe aus, die bringt mir, glaube ich, eh nichts, oder? Oder doch? Ja, ich lass sie mal an. Oh, warte! Wait. I'm trying to help you. Alter Schwede, wie sie halt wegrennt die ganze Zeit und so schnell vor allem. Nee, nee, nee. Oh nein. Alter, was?
dieser Typ mit dem Hammer? Was macht er da? Was hat der hiermit zu tun? Ist das der Boogie? Das ist der... Oh nö, das ist der Boogeyman auf jeden Fall, aber was... Okay, ja, speichern, ist gut. Was hat er mit uns zu tun hier, sag mal? Oh, nein, 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 nein. Jetzt geht das wieder los. Lauf doch, Murphy! Guck da nicht so rein, lauf einfach weg. Alter Schwede! Ich will das nicht. Komm einfach durch, einfach durch. Nicht stehen bleiben. Greif drauf. Au, lauf weiter. Ich weiß, es kostet viel Lebensenergie, aber... Wir haben keine Zeit, da war es schon wieder. Hulululu. Nein, nein, nein. Alter, was ist das? Oh. Alter, lauf. Das ist das Kind. Was ist das? Wie schnell ist sie denn? Mädchen! Das ist. Nein! Das ist. Er ist ganz schön flink, ne? Der gute Murph. Muss man ja mal sagen. Oh nein. Ja, jetzt ruckelt's wieder. Jetzt tust du mir das an. Gott, was? Das meint ihr nicht ernst. Wenn das hier noch weiter Fluchtsequenz wäre, du. Wahrscheinlich kommt gleich wieder so eine ganz miese, miese Mechanik, oder? Ganz fieses Timing einfach. Hier kommt gar nichts. Hab mir so ein bisschen Bammel, du. Ich glaube, das ist auch nur ein Fake, oder? Ja. Oh, Kinder, stell euch das mal vor, ihr lauft hier durch. Alter Schwede. Ja. Oh. Ach so, cool. Da ruckelt's kurz und ich bin tot. Ja, kann man mal machen. Kann man mal machen. Oh Gott, was ist denn hier nicht richtig, du? Was ist denn hier nicht richtig? Diese Welt, diese verrückte Welt, quält er sich da selbst? Ist das so sein Martyrium, dass er das in seinem Kopf alles durchlebt? Und diese Dinger da, das ist nur ein Symbol für seine Schmerzen, die er erleidet? Und wer ist der Boogeyman? Ist das vielleicht so sein Nemesis, der eben Napier? Ich weiß ja auch nicht. Oder der Wachmann? Wer soll denn das darstellen? Das frage ich mich wirklich. Die Wahrheit. Sag mal. Ich will gar nicht drüber nachdenken, was die Wahrheit ist. Vielleicht kommt da am Ende was bei raus, dass Murphy damit zu tun hatte. Dass er vielleicht doch. Nee, ich glaub's nicht, dass er seinen Sohn umgebracht hat, oder? Ich hoff's nicht. Ich hoff's wirklich nicht, Leute. Alter, wie man aber auch nach einem Treffer hier schon stirbt, ne? Ich meine, ist logisch, aber es ist ganz schön heftig. So. Jetzt seht zu, seht zu. Oh ne, warte. Nimm dir die Heilung. Nimm dir die Heilung, Murphy. Okay. Ich weiß, Leute, es ist mal wieder ein recht kurzer Part, aber ich möchte hier die Session beenden. Es tut mir sehr leid, wenn ich jetzt Minütchen abknapse, aber das müsst ihr verstehen. Ja, ist halt immer ein bisschen doof und ich weiß nicht, wann der nächste Speicherpunkt kommt. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr habt weiterhin Spaß mit mir und dem Spiel. Ich würde mich sehr über eure Zuwendung in Form von Likes und Kommentaren freuen. Also wenn ihr es in Erwägung zieht, den Daumen rein zu drücken, dann macht mich das glücklich. Leute, wir sehen uns wieder zu Silent Hill Downpour.